Hallo, wir haben jetzt länger kein Video gemacht, weil wir wieder zu Hause waren. Wie ihr wisst, haben wir noch das Haus bis Ende vom Jahr. Und wir haben es nicht besonders lang ausgehalten und werden jetzt in einer Woche wieder unsere neue Reise starten. So, für diese Reise haben wir uns überlegt, noch mehr minimalistisch in diese Reise zu starten. Also mit weniger Kleidung, mit weniger Spielsachen, mit weniger Dingen allgemein. Also das ist der Stapel von meiner ältesten Tochter, vom Dario, von Mike, von der Sina, Alina, von meinem Mann, von mir und von der Kleinsten. Und das soll reichen für die ganze Reise. Und ich bin überzeugt davon, dass wir es mit dieser Auswahl sehr gut schaffen über 2 Wochen. Ja. So, das ist dann der Rest, wo wir nachher ins Wohnmobil packen werden. Das sind 5 Kissen. Hier Schminksachen von meiner Tochter. Die Badsachen, Toilettenpapier, ein paar Putzsachen. Die Lieblingsholzwürfel, ein bisschen Technik, da kommt dann noch mehr, wenn die Kinder das herlegen. Dann Holzspielsachen, die Schulsachen für alle Kinder. Und für die Kindergartenstufe nur dieses eine Buch. Hier haben wir dann die ganzen Stifte drin, Spitzer, Scheren, alles was sie so brauchen. Dann fehlen jetzt nur noch die Jacken und die Schuhe und dann kann die Reise losgehen. Wir freuen uns schon sehr darauf. So, ich stehe heute wieder in unserem Wohnmobil und wir haben schon alles eingeräumt. Schnell mal umdrehen. Da die Kinderkleider. Diesmal eher hinten angeordnet. Kam mir besser vor, weil man über diesem Schlafplatz eher schlecht zukommt. Dann die Lieblingsholzspielsachen haben wir schon drinnen. Die Matratze inklusive dem weißen Bezug und dem Bettbezug haben wir gewaschen. Es fehlt wirklich nur mehr die Bettwäsche. Und was fehlt noch? Und die 2 Batterien. Die müssen wir noch austauschen. Die sieht man hier, diese Batterie, wo da unten ist, die gehört ausgetauscht. Und hinten drin hat es auch noch eine. Ja, was gibt es jetzt noch dazu zu sagen? Hier haben wir schon wieder ein bisschen Vorrat reingemacht. Für die ersten paar Tage. Danach gehen wir einkaufen in Italien das erste Mal. Ja, dann war es das wieder. Unsere nächste Reise wird uns von Italien über den Landweg nach Griechenland führen. Das planen wir zumindest. Außer es sollte jetzt irgendetwas Unvorhergesehenes passieren oder wir haben dann keine Lust mehr auf diese Strecke, dann fahren wir irgendwo anders hin. Ja. Hi Sina. Hi. Komm nur rein. Okay. Sina freut sich auch schon auf die Reise, gell? Ja. Ja. Auf was freust du dich am meisten? Gardaland. Ah, ja, das ist nicht. Das Coolste. Ja, das Coolste. Ja, heute ist heiß, gell? Ja. 32 Grad oder so. Mehr sogar. Mehr sogar? Ja. Es ist 100 Grad, oh mein Gott, ich sterbe. Heute eigentlich schon auf die Reise. Ja. Auf welches Land am meisten? England. Wir fahren auch nicht nach England, wir fahren nach Italien und von dort aus weiter nach Griechenland. Ja. Ja, das ist im Gardaland. Nein.